Leute, es gibt geleaktes Gameplay einer vermutlich neuen Waffe in Apex Legends. Tatsächlich durchgesickert, muss wohl ein Respawn-Mitarbeiter gezeigt haben und ein bisschen zu viel wohl aus der Test-Area von Apex Legends kennen wir aus der Vergangenheit. Wenige geleakte Gameplays von anderen Waffen oder irgendwelchem Stuff tatsächlich, und ich vermute, es könnte eine Care-Package-Waffe werden, und zwar tatsächlich ein Flammenwerfer. Das Gameplay ist jetzt nicht das geilste und man sieht auch im Endeffekt nicht wirklich, wie effektiv der zu sein scheint. Man sieht eigentlich nur, wie die Flammen aus der Mündung rauskommen. Nicht mehr, nicht weniger. Wie gesagt, das ist nur geleaktes Test-Gameplay, was nicht unbedingt heißt, dass das irgendwann kommt. Aber falls es denn kommen sollte, könnte ich mir vorstellen, natürlich, wenn du getroffen wirst, kriegst du Schaden über Zeit, wie bei der Thermitgranate. Und über Flammenwerfer wurde vor einigen, ich glaube, es ist schon ein, zwei Jahre bestimmt her, war da auch schon mal eine Theorie. Jetzt gibt es endlich Gameplay. Geleakt, das kann irgendwo fern in der Zukunft liegen, dass diese Waffe mal kommt. Nicht vergessen, aber ich glaube tatsächlich, es wird eine Care-Package-Waffe sein. Die wird nur effektiv auf Nahkampf sein, also auf Maps, wo du wirklich Close-Range-Fight hast oder eben im Endgame. Da könnte ich mir die Waffe sehr extrem vorstellen. Man muss halt mal sehen, inwieweit man vielleicht, wenn das wirklich so kommt, inwieweit man da einfach in die Masse sprayen kann, wie die Reichweite ist und so weiter. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ein Flammenwerfer in Apex Legends, passt das da wirklich rein? Meine ehrliche Meinung, ich würde gerne drauf verzichten wollen, genauso wie es mit einem Granatwerfer so ist. Der ist immer noch in den Gamefiles zu finden. Das war der Granatwerfer aus Titanfall, da haben viele von euch auch geschrieben. Bloß nicht, das könnte zu OP werden. Mit einem Flammenwerfer müssen wir mal sehen, wenn das alles richtig gebalanced ist, kann das natürlich auch eine Menge Spaß bringen. Ist aber auch nur die blanke Theorie. Das war's von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.